Accountant. Das ist der neue Film von Regisseur Gavin O'Connor. Der hat Filme gemacht wie Jane Got a Gun und Warrior. Und der neue Film The Accountant ist extrem starbesetzt mit Stars wie Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons und der Kerl, der den Punisher gespielt hat in der zweiten Staffel von Daredevil. Und in The Accountant, da geht es um, Im Prinzip geht es in The Accountant um Ben Affleck, der Autismus hat und deswegen besonders spezielle Abilities besitzt und Leute gut erschießen, verprügeln kann und mathematisch sehr begabt ist und der im Prinzip gegen seinen Willen in einen Strudel aus Intrigen gezogen wird und anfängt, Leute zu verprügeln. Ja. Und wie sich gerade schon angedeutet hat, das große Problem dieses Films ist, dass ein Film nun mal nur ungefähr 2 Stunden lang ist und dieser Film versucht zu viel, oder zumindest für mich versucht er zu viel innerhalb dieser 2 Stunden zu machen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da stecken die Ideen aus 5 guten Filmen drin, ja, und sind aber einfach nur zusammengepackt und irgendwie kommt keiner dazu, sich wirklich zu entfalten. Und das ist sehr, sehr schade, weil wie gesagt, so einige Ideen, die sind auch alle nichts Neues, aber einige Ideen könnten als einzelner Film gut funktionieren, wenn man denn genügend Aufmerksamkeit darauf legen würde. Absolut. The Accountant wirkt sehr, sehr stark wie ein Film, wo sich verschiedene Drehbuchautoren zusammengesetzt haben, die alle gute Ideen hatten, aber nicht genau wussten, wie bringen wir das jetzt zusammen. Und das zeichnet sich vor allem, wie ihr schon gesagt habt, in den Genres aus. Der Film wird auch, wenn ich es irgendwie lese, als Action, Drama, Thriller, irgendwas bezeichnet, weil The Accountant sehr, sehr stark versucht, ein Familiendrama, einen Actionfilm, eine Art Beautiful Mind-Geschichte und so weiter, alles in einen sehr, sehr engen Rahmen zu drücken, ohne dass das sehr gut funktioniert. Bei The Accountant ist es sehr, sehr schwer, darüber offen zu reden, weil der Film sich schon darauf aufbaut, dass man nicht viel über den Film weiß. Ich würde auch vorschlagen, wenn man sich den Film anschauen möchte, dann sollte man so wenig wie möglich über den Film wissen, weil es ein paar Twists und Turns gibt. Aber insgesamt schafft es The Accountant einfach nicht, eine Art Fokus oder Fixpunkt auf einem Genre oder auch einer Storyline zu finden. Ich fand The Accountant, wenn man jetzt so drüber spricht, da kann man ihn sehr, sehr stark dekonstruieren, weil der Film sehr, sehr stark auf ein paar Charakterverbindungen und emotionalen Connections zwischen diesen Charakteren fußt, ohne zu viel zu verraten, und da sehr viele Motivationen sich daraus entspringen. Und diese emotionale Basis funktioniert einfach nicht so richtig, weil sie sich nicht richtig entwickeln kann, weil es dafür einfach keine Zeit gibt. Und das ist sehr, sehr schade, denn ich fand die Regiearbeit von Gavin O'Connor wirklich sehr überzeugend. Der Regisseur hat meiner Meinung nach ein gutes Auge für Einstellungen und der Film meiner Meinung nach war sehr besonnen und sehr ruhig inszeniert. Ich glaube, viele Leute, wenn man sich den Trailer ansieht, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, da erwartet man eher einen Actionfilm. Das ist dieser Film nicht. Wie gesagt, der Film springt zwischen seinen Genres. Aber der Film ist insgesamt sehr, sehr ruhig inszeniert und lässt sich auch Zeit, seine Charaktere einzuführen und lässt sich auch für manche Szenen, sei es ein Dialog oder so weiter, mehr Zeit, als es vielleicht ein anderer Film gemacht hätte. Und das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich fand ihn auch in der Soundkulisse relativ stark und ich fand auch die Darsteller insgesamt recht gut. Ja, bei mir war es so, dass die Inszenierung bei mir nicht ganz so gut angekommen ist. Wie gesagt, an ein paar Szenen hatte ich das Gefühl, die wirken irgendwie rausgerissen. Mhm. Und auch das Schauspielerische. Es gab von J.K. Simmons 1-2 Szenen, die ich ganz schön fand und auch gut gespielt. Und es gab am Anfang eine Szene von Ben Affleck, die mich überzeugen konnte auch. Allerdings im weiteren Verlauf des Films immer weniger. Da wird auch immer weniger Rücksicht darauf genommen, dass er einen Autisten hier spielen soll. Ja, das stimmt, das ist vollkommen egal. Am Anfang war es dann noch gut, aber umso weiter es geht, umso weniger scheint es eine Rolle zu spielen. Und das fand ich deswegen auch nicht so gut. Tatsächlich habe ich mich ein bisschen gelangweilt bei dem Film. Und dann, was für mich auch noch so ein Punkt war, wo wir, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedliche Empfindungen hatten einfach. Für mich hat der Humor, der teilweise gewollt ist, und das ist okay, aber an vielen Stellen war der Humor für mich auch eben nicht gewollt und der Film wirkte unfreiwillig komisch. Und das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, warum mir der Film dann ein bisschen besser gefallen hat und ich mich ein bisschen mehr investieren konnte in The Accountant, weil das hat für mich durchaus funktioniert. Meiner Meinung nach hatte dieser Film ein durchgehendes Augenzwinkern, auch wenn er sehr ernste Momente hatte, hatte ich nie das Gefühl, diese Welt ist unsere reale Welt, sondern eher so eine fiktionale Parallelwelt, wo alle Figuren ein bisschen überzeichnet sind. Und in dieser Welt, in diesem Rahmen hat The Accountant irgendwie für mich funktioniert, weil es dann halt auch immer wieder extrem coole Szenen gab, meiner Meinung nach auch extrem gut gemachte Szenen. Und die Action, wenn sie dann mal kommt, ist auch relativ knallhart und relativ direkt. Und die hat mir gut gefallen. Tatsächlich hat mich das Ganze hier ein bisschen an John Wick erinnert. Bin noch nicht ganz so abgefahren, aber von der Direktheit und von der Krassheit und immer nur Kopfschüsse und was weiß ich. Und das hat insgesamt schon irgendwo Spaß gemacht, sodass ich mich rein investieren konnte. Damit können wir auch zu den Wertungen kommen. Ja.
Fangen Sie doch an, Herr Jojo. Okay. Ja, ich gebe dem Film tatsächlich insgesamt 4 von 10 Punkten. Warum 4 von 10 Punkten? Ja, ganz einfach, ich habe mich gelangweilt bei dem Film. Ich habe den Film größtenteils nicht ernst genommen. Die Action konnte es nicht rausreißen, dafür war es zu wenig insgesamt. Und auch nicht neu genug oder spektakulär genug für mich. Die Schauspieler haben mich größtenteils nicht überzeugt. Es gab einige sehr kitschige Szenen zum Beispiel auch. Ja, das hat alles für mich einfach nicht gut zusammengepasst, wirkte wie ein sehr unausgereiftes Produkt und eben wie 5 Filme versucht in einen zu stecken. Hat nicht funktioniert, leider. Von mir gibt es am Ende 6 von 10 Punkten, so ein bisschen auf der positiveren Seite der 5, sage ich jetzt mal. Und ich kann alle Kritikpunkte absolut nachvollziehen, ich kann sie auch alle anwenden, gerade was die Narrative angeht. Dieser Film versucht, so viele Geschichten und Genres in einen Film zu packen, dass keine davon funktioniert. Und das ist sehr schade. Ich muss dem Film aber anerkennen, dass er meiner Meinung nach ein paar tolle Ideen hatte, ein paar tolle Ideen auch für ein paar Szenen, auf die das Ganze hinausläuft und so weiter. Und dass diese in sich, in ihrer Welt irgendwo so funktioniert haben, dass ich mich drin investieren konnte. Wenn ich über diesen Film ganz, ganz genau nachdenke, werde ich ihn komplett zerpflücken können, können wir ihn zerpflücken. So als Kinoerlebnis fand ich ihn allerdings in Ordnung, deswegen von mir 6 von 10. In diesem Sinne gilt wie immer, wenn euch gefällt, was wir euch hier so erzählen und wie wir es erzählen, dann subscribe, liked auch auf jeden Fall bei Instagram, Facebook und natürlich hier bei YouTube. Wir freuen uns die Hände weg, wenn ihr das tut. Ja, und was wir von euch noch gerne wissen würden, ist, was ist denn von euch euer Lieblingsfilm mit so einem krassen Übercharakter, so wie John Wick, weil es ist so ein Action-Super-Charakter, der alle weghaut. Welcher von denen gefällt euch denn am besten? Welcher macht euch am meisten Spaß? Schreibt es in die Comments, wir freuen uns drüber. Und dann bleibt nur zu sagen, falls ihr am Donnerstag The Accountant im Kino seht, dann sagt uns doch, wie er euch gefallen hat. Bye, bye. Tschüss.